So, Freunde, weiter geht's mit Dying Light. Dann schauen wir uns doch mal, was uns in dieser Nebenmission hier erwartet. Erstmal mit Bildschirm wieder schwarz wird. Erstmal müssen wir vermutlich hier das Hochhaus wieder runter. Ja, eben haben wir schon mal eine Aufnahme gestartet, aber da wurde leider der Bildschirm einfach schwarz bei Huvaldinho. Also haben wir es nochmal neu angefangen. Und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Und danke für diesen geilen Patch 1.21. Ja, dafür müssen wir uns wirklich mal bedanken. Weil bei mir hat es die Performance übel zerhauen nach diesem scheiß Update. Also ich muss jetzt zwei Dinger erstmal runterstellen in den Optionen. Zwar halt nur um eine Stufe. Aber trotzdem räudig. Vorher am ersten Tag lief es wunderbar und jetzt hier so eine Scheiße. Wow, jetzt geht es. Hey. Ja, diese verbuggten Spiele zu Release. Echt schlimm geworden. Vor allem, es ist auch so scheiße optimiert. Es war auch am Anfang schon scheiße optimiert, wenn man ehrlich ist. Also am Anfang lief es bei mir also komischerweise echt recht konstant. Zumindest bei unseren ersten Let's Plays. Danach fing es auch so ein bisschen an zu zicken. Aber nach dem Update war es echt zum Kotzen. Oh. Ihr könnt mir mal eins sagen, Jungs. Komm her! Ah, hier. Pass auf. Ja! Gutes Timing. Los ins Feuer, du Bastardkind. Dämlicher Wichser. Hinter dir. Oh oh. Danke! Ich hab nur das Geräusch gehört. Die Teile sind schon. Klatschbart. Alter! Komm klar, du Schlampe! Heißt er? Heißt er, ja. Sie liegt erstmal flach, ja. Und das sah auch gut aus. Oh, jetzt. Bestimmt wegen der scheiß Explosion, dass diese Viecher kommen. Naja, es könnte sein, ja. Die Schnellen sollte man auf jeden Fall looten. Da habe ich auf jeden Fall schon das Königding her. Okay. Oh, hier steht ein bisschen was. Naja, müssen wir nicht unbedingt lang. Müssen wir irgendwie hier aufs Dach. Gute Nacht, Mr. Bahir. Nur näher, ist er das hier schon? Nee. Hätte ja sagen meistens können. Der rote Punkt. Ja. Oh, ich stehe doch davor. Man sagt, du verkaufst Antizin? Wer sagt das? Ein kleines Vögelchen? Derselbe, der auch sagt, dass du Dreck zusammen kochst und in falsche Ampullen füllst. Müll? Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den GAI-Paketen. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch Superstärke. Unglaubliches Tempo. Und Laseraugen. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagte schon, du würdest Ärger machen. Tja, Yusuf hatte wohl recht. Und du bist so gut wie tot. Was soll der Scheiß? Kollege, komm her. Weg da, weg da, weg da. Schmeiß. Molly? Na, ich hab keine mehr. Ich hab jetzt auch schlag ich euch mit dem. Baseball Shield hier, ja. Boah. Oh, ich muss mal schnell Leben Alter. Reindrücken. Gut. Was ist denn jetzt hier los? N. Komm her. Alter, dieser dumme Wichser. Ja, ohne Kopf geklappt. Da hinten ist noch einer. Alter. War einer. Hat er irgendwas geworfen? Irgendwer hat mich hier eben abgeworfen oder sowas. Hier ist noch ein einfacher Hammer. Alter. Ist hier noch ein? Ja, hier oben drauf. Der dumme Wichser beleidigt mich als Hurensohn. Na, dafür hat er aber auch bezahlt. Jo. Lena, hier Crane. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Armeespaten. Hey. Gegen mit ihm? Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte Sie schon von mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet.
Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Hinter uns ist ein Care-Paket. Okay. Dann holen wir doch das gleich mal. Oh, tief runter, aua. Danach sollen wir zum Fischerdorf und irgendwas abholen. Ja, direkt hast die Zombies. Machete hast du nicht, ne? Nee. Alter. Miau. So. Eben. Gut. Komm mal schnell zu dem scheiß Paket hin. Bevor es weg ist, yep. Ja. Geht bestimmt schon wer da. Weiß, wie lange es jetzt auf der Karte ist. Ja. Müsste unten sein, vom Rauch her. Ja. Sieht so aus, ja. Ist ein Typ da. Nee, mehrere. Mach mich nur mal schnell. Ach, Entwürfe. Ach, ich drück wieder die falschen Dinger. Nein! So, da wieder hin. Dann machen wir hier. Ach, ich hab keinen Molly mehr. Na egal. Die kriegen wir auch so erledigt. Jetzt block doch nicht mit deinem Dreckspaten hier. Alter! Wieso blocken die denn alles? Gut, sie greifen ja nicht an, dann kann ich mal schnell ein paar Mollys bauen. Ja, geht sogar. Ach nee, da war's. Ende Gelände. Oh, vorbeigesprungen. Schauen wir doch mal, was hier drin ist. B-Spaten. Fackeln und mal wieder ein Katastrophenhilfe-Pack. Ah, diese Fackeln verkaufe ich immer. Keine Ahnung, was ich mit dem Scheiß soll. Ja, habe ich auch noch nicht so wirklich rausgefunden. Gibt's bessere Sachen auf jeden Fall. Tritt nochmal rein in den Kollegen. Die muss ich mal reparieren. Gut, wollen wir erstmal beim Quartiermeister jetzt vorbei? Nee. Würde aber so halbwegs auf dem Weg liegen von der nächsten Story-Mission. Na, wenn wir da eh hin müssen, dann schon, aber also jetzt nicht extra einen Umweg wegen der Scheiße. Nö, ein Umweg ist es nicht. Wir müssen halt nur kurz in den Turm rein. Kurz zu dem Kollegen hin, dann können wir weiterlaufen. Okay. Quartiermeister ist markiert. Ach, dumme Schlampe. Ja. Ja, hoch, runter, entscheide ich. Ja, ihr sollt... Gut, dass die sich hier alle vor dem Teil sammeln. Du bist im Waggon drin, ne? Yep. Oh. Noch. Oh, da ist auch wer. Oh, oh. Vielleicht macht's bumm. Ja. Kommen die Scheißviecher bestimmt gleich wieder. Vermutlich, ja. Obwohl es gerade noch halbwegs ruhig aussieht. Also nur die Frage, wie lange das noch bleibt. Da sind sie schon. Na. Dann laufen wir mal schnell weiter. Oh, er verfolgt mich. Die dumme Sau. Eieiei. Schmeiß mal Molly runter. Ja, kann ich schaden. Oh, ich wollte hochspringen. Alter, da geht gleich was hoch. Alter! Ja! Ich hab's gehört! Ich hau da auch nochmal einen Molly rein. Da dann. Du läufst schon weiter, ja? Ja. Ja.
Na komm, ja, du Möse. Ach, dann leck mich. Wollte sie nicht. Na doch, jetzt ist er hartnäckig hinterher, aber scheiß drauf. Wow. So, dann marschieren wir mal schnell zum Quartiermeister. Verpiss dich da unten. Spricht der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht rechtzeitig zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck fast, ja. Und bleibt dort bis zum Morgengrauen. Hört sich schon wieder so nach Nachteinbruch an, wa? Ja, es wird langsam dunkel. Wollen wir uns dann gleich mal aufs Ohr hauen? Ja. Nachdem wir das Ding abgegeben haben? Danke. Oh. Das können wir echt gut gebrauchen. Guck, beim Messer kann er sich in die Vagina schieben, das will ich nicht. Meinst du, das macht Spaß? Sag's mir. Was soll denn das jetzt heißen? Ich weiß nicht. Ja. Müssen wir. Nee. Auch besser so. Hen. Hey. Ich hätte drückst du B. Aber nicht, ist noch. So, jetzt müssen wir uns nochmal hinhauen, bis das Tagesanbruch ist. Kacke auch, dass man das nicht aussuchen kann. Ja, das wäre etwas besser, ja. Retten Sie den Überlebenden. Der hat aber eh nur Scheiße. Auf zum Fischerdorf. Dann marschieren wir da mal hin. Irgendwo, da hinten ist auch gleich noch ein Care-Paket, kommt gleich hier runter. Gut. Dann nehmen wir doch das noch gleich mit. Gleich in die Richtung, wo ich laufe. Ich folge dir. Sollte ja jetzt keiner sein. Ja. Oh, ja klar, Feuer, verpiss dich. Ich dachte kurz, du brennst da, aber es war nur ein Zombie. Ja. Ja, ist unbehandelt. Gut. Wäre auch lächerlich gewesen, wenn die so schnell hier gewesen wären. Hat ja schon mal. Okay. Ich glaube, das ist auch random. Ja, kann sein. Würde mal gern Polizeiwagen knacken. Aber mach mir gleich nochmal. Kann man nie genug von haben. Nein, Molotow-Cocktail bitte. Für diese Drecksmollys fehlt mir meist irgendwie ein Stück Schnur oder sowas. Ja. Alkohol habe ich genug, aber Schnur? Mangelware hier. Können wir nachher auch die Machete noch schnell holen. Okay. Brauchst aber 10 Alkohol für und... Oh. 10 Metallteile meine ich. Alkohol hätte ich, Metallteile hätte ich auch genug. Sollte ich. Erstmal. Ja, ich habe 100 Stück. 14. Oh. Ja, haben meistens die scheiß Zombies. Sind wir ja auch fast da. Und Schnüre findest du meistens im Müll. Okay. Oh. Naja. Hau ich dir noch in die Fresse. Komm her. Alter, verpiss dich. Bist du denn da? Dumme Ruhe. Oh. So, ohne Kopf machen sie nicht mehr allzu viel. Medikets umsonst kann man auch nie genug haben. Jo, nie verkehrt. 14 Stück, passt. Musst du auch mal reingucken, vielleicht liegt für dich noch eins drin. Jo, 2 Stück. Super. Oh! Hey, ich hab ein Stück Schnur gefunden. Lieber hier lang. Ich komme. Irgendwo ein Polizeiwagen. Hier. Yeah. Gucken, was wir hier drinnen finden. Ach, könnt ihr mal eins hacken? Verpisst euch. Nee, schmeißen wir mal kein Molly drauf. Von einem ekligen Zombie lässt du dir einen blasen? Alter, das ist aber auch schon wirklich pervers, Junge. Naja, ist nicht so schlimm wie die Prostituierten, die du manchmal durchwirkst. Das ist ja wohl noch mal eine andere Liga, Junge. Ey, die sind erst 15, was willst du denn? Oh.
Ah! Ja, wenn ich eh schon drin stehe. Oh, das war klug. Verwirrt. Ach da. Normaler Wagen, normaler Wagen. Oh. Mitte. So. Oh. Ihr seid direkt Zombies hier überall. Glück ist mit den Dummen. Wow. Hier oben ist noch eine Kiste, vielleicht ist da was für dich drin. Bei mir war es nur voll. Boah, Strecker. Zerstörer habe ich. Geht auch halt zu Upgraden der Waffen. Mhm. Oh, hier ist noch eins. Komm, noch ein Stück. Und tschüss. Wie? Oh nee, die kannst du aufmachen. Ein Stromkabel und eine Tasche. Nein, verkackt. So. Da lang, da lang. Oh, oh, oh. Das hat mich schon wieder gut reingezickt hier. Ey, ich fall auch echt jedes Kackding runter. Ja, so ab und zu kann ich das auch mal, ja. Ach komm. Vielleicht hat er ja was, was wir gebrauchen können. Metallteile, immerhin. Nein, so. Was na was? Mal, ja? Hey, jetzt aber. Gib mir her, Gott. Was bestimmt machst du denn? Scheiße drin. Das Tor auf. Die Tor knacken. Ich bin ja gerade in der Butze drinne, aber eine Sprühdose. Hier ist eine Sichel. Mal aber schauen, was ich drin habe. Ich hab sie nicht mitgenommen. Kaffee und eine Hakenklinge. Mitnehmen tue ich's mal. Wie kommen wir da hinten hin? Karte? Zombies in der Nähe? Nee, nicht wirklich. Ja, über dies. Nein, komm mit. Wir müssen einmal oben rüber. Okay. Ergo noch meinen ganzen Scheiß weg zurück. Ich liebe es. Komm, komm, komm. Dann hier bei dem Tunnel links lang. Gucken. Polizeiauto, Polizeiauto, aber zu. Bock. Huren-Zombies, was wollen die denn immer von mir? Hier, nein, ich wollte die Böller werfen und nicht die Schlampe knutschen. Ja, da oben. In der Welt geht doch immer die besten Wege. Wo bist denn du? Bist da du? Oben, hier oben. Achso. Am Tunnel vorbeigelaufen, ja? Ich wusste es, verpisst euch. Blöde Nutten. Kannst einfach mit dich hochklettern, eigentlich. Okay. Ist auch eine Treppe. Ja, eine Treppe laufe ich gerade hoch. Ich hoffe, es ist die richtige. Dann bist du richtig. Aber könnte passen. Dann einfach hier hinten runter. Juhu, schon wieder eine Schnur gefunden. Metallteile. Metallteile. Oh, echt? Junge, echt? Oh, wow, wow, Alter. Ich glaube, das hätte uns nicht so gut getan. Eieiei. Noch nicht mal das hier. Hier verbrennt. So, hier werde ich ja wohl halbwegs glimpflich runterkommen. Immerhin. Woo! Ja, hab da noch einer. Ich werfe da mal einen Böller hin, vielleicht sammeln sie sich da hinten. Denn viele Zombies. Ja, geht. Ja, sie laufen da hin. Ja, ab ins Feuer mit dir. Machen wir den noch mal ein bisschen Feuer unterm Arsch. Komm, auf den Kopf!
können wir hier gleich runter. Bin gar nicht da, geh weg. Oh, müsste doch das schon das Fischer Death sein. Mädel, verpiss dich! Ich lass mich. Wow, 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 du Möse. Mhm. Komm her, die mach ich platt. Ganzes Pied. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, hinter mir keucht es auf jeden Fall. Kopf weggeplatzt. Ja, so muss das sein. Das ist, wie man eine Lady behandelt. Noch so ein schnelles. Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt's nur so von Infizierten. Ich weiß nicht, ob ich so viele allein erledigen kann. Aber du, denn nicht, kriegst du es mit Reis zu tun. Und du wirst ja sicher, was er mit Leuten macht, ihn enttäuschen. Haha. Mal schnell die Waffe reparieren. Verpiss dich! Komm her! Zieh mal das Tor zu, wenn's geht. Achso, du bist schon drin, ne? Ja. Nee, doch. Doch, wird gehen, ja. Mach! Mal kurz. Achso, gut. Eben, ja. Zimmer schließen, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Oh, hier ist so ein explodierender Wichser. Ich sag's auch noch. Ja, ich hab ihn totgekloppt. Ich hätte gehofft, dass ich wenigstens noch abbauen kann in der Zeit, aber... hatte gleich Bumm gemacht. Wo sind die verwirrte Schnalle? Welche von den vielen? Ja, da draußen. Ja, ich wollte sagen, die kann uns egal sein. Das war gerade auch eine schicke Animation. Buche in der Hütte nach dem Anführer. Gehen wir mal hier hoch. Ja. Und hallo. Hallo. Hier. Jemand da? Kein Mucks. Vielleicht geht er wieder. Jemand da? Reis schickt mich. Ich muss was abholen. Ich glaube, ich stehe schon ganz gut. Wenn du B drückst, vielleicht? Nee. Nö? Dann nicht. Auf jeden Fall hat hier drinnen schon mal wer gelabert. Ja, das ist ja Latte. Ja? Wer ist da? Ich bin im Auftrag von Rais hier. Ich soll hier was abholen. Meine Güte. Einer von Rais Männern. Was mache ich bloß? Sag ihm, er soll gehen. Bleib höflich, dann lässt er uns vielleicht in Ruhe. Oder schick ihn zu Burse, der weiß sicher weiter. Immer diese Frauen. Sprechen Sie mit Gürsel. Hey, ist da jemand drin? Juhu. Ihr scheint richtig zu sein. Ich habe sie beseitigt, aber verstärkt besser das Tor, ehe noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Rais schickt mich. Sind Sie Gürsel? Ah, Sie arbeiten für Rais. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was! Ayla, bitte! Lass mich mit dem Mann reden! Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul! Ayla, sei... Ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Rais will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin. Halt den Mund, Ayla. Okay. Hier. Das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld. Oh ja. Hammer Kerl. Mit so einer Frau im Hintergrund. Okay, Karim, ich hab Gürsels Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der Selbsthass legt sich irgendwann. So, jetzt musst du nur noch zur Fährstation beim alten Pier. Oben ist noch ein Kampftagebuch. Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kampf versenkt hat. Dutzende Leute sind da gestrandet und warteten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Da ist also eine Siedlung. Du findest sie im Osten. Sind denn noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, das die Bucht verlassen wird, wird sofort torpediert. Mhm.
Na gut, hätten wir das auch. Ach, daher. Dann weiter mit Pakt mit Reis. Mhm. Okay. Na, Kletter auch. Ja, da lang. Oh ja. Ui. Was hat mir denn da eben Leben abgezogen? Auf einmal hatte ich recht wenig Leben. Ich weiß nicht warum. Speed. Hallo, krieg dich. Ja, die ist gut geflogen. Hoffentlich der auch. Na, kommt. Ui. Irgendein Überlebender ist auch hier. Na klar. Warum nicht? Kraftstufe. So. Ja, fahr uns gleich. Einmal Metallteile, sonst nur Kohle. Du willst es doch nicht anders, Hackfresse! Oh. Das ist alles, was wir haben. Es gehört dir. Gib her. Oh. Ein Vollstrecker. Ja. Er hat den Champion. Bei mir. Hier zeig ich gar nichts. Okay. Oh. Leicht buggy? Voll gut. Gibt's hier nicht nochmal ein Polizeiauto? Wäre nicht schlecht, ja. Aber dann bitte ein großes. Klebeband. Da drinnen. Ich bin hier, um was für Reis abzuholen. Schon wieder? Wir haben euch Blutsauger doch erst bezahlt. Gib. Ich bin nur der Bote. Ich mach bloß meinen Job, wie alle anderen auch. Ja, wir auch. Reis sagt, er schützt uns, wenn wir zahlen. Aber er nimmt bloß unser Geld. Von wegen Schutz. Nur Drohungen. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott! Ihr seid verdammte Monster! Da ist mein ganzes Geld drin! Nimm's und verschwinde! Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's, oder nicht? Ja, wir sind alles Nutten. Oh ja. Die gesamte Menschheit. Okay, Karim, ich hab das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Sollen wir jetzt hin? Da oben. Zum Stützpunkt wieder. Na gut. Ab 99 ist Schluss. Kannst du keine Sachen mehr einsammeln. Ach so. Die 99 Dinger hast du voll. Okay. Können wir dem noch seine Flasche zertrümmern? Ja, scheiße. Und dann kommen wieder die Viecher. Ja, aber nur da hinten hin. Ich lenk sie nur damit ab. Vielleicht. Ich glaube nicht, Herr Copperino. Nein, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um's ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin, und zwar sofort. Oh, oh. Raiz hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Müssen wir zu... Gut. Raiz bestimmt. Beeil dich bloß. Bitte. Der Zombie klettert da rüber. Hallo! Jetzt sind die direkt Zombies schon bei uns im Turm, oder was?
Ich glaube nur ein Typ Warum loot ich die denn noch von Metallteilen? Das brauche ich nicht. Hallo! Hier ist ein Franzose. Ich will mal. Bei dem einen Tunnel kommst du auch an der Seite durch. Aber hier Junge, verpiss dich! Oder so? Nee, hier nicht. Geh weg! Boah, das wird eng. Ach, da bist du. Hinter dir ist ein Zombie, ne? Ja. Ich wollte nur die Teile mitnehmen, jetzt verpiss ich mich wieder. Ich hätte es lassen sollen. Bist du tot? Nö. Ausnahmsweise nicht. Ey, ihr seid solche. Ihr. Verreck daran. Ja, war knapp. Komm, verpiss dich schnell. Gut. Gutes Messer. Bin den Kopf zertrümmert. Mhm. Hier. Hier? Ach, da hinten. Ja, und da kommt er schon. Also hier ist der kürzere Weg. Okay. Ich nehme jetzt schon mal um. Mal gar nichts. Eine Schnur, die nehmen wir doch. Metallteile, nein. Kann nicht schaden. Und eine Schnur. Juhu, auch noch eine Schnur. Welche Möse schreit da? Was war das? Jodele. Da hoch. Keine Ahnung. Nee, doch. Nee. Natürlich nicht. Dann springe ich halt darüber, wenn das macht. Anlauf. Leben nehmen. Besser? Ich sollte mal das nächste Mal darauf gehen, dass mir Stürze nicht zu viel abziehen. Ja, das sollte ich auch mal machen, ja. Das ist echt noch ziemlich krass. Yep. Oh, weg, nein! Oh, besser als gedacht. Wie weit bist du? Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Eieiei, das wollte ich gar nicht. Ich wollte schon die scheiß Böller auswählen. Aber dann... Oh, so. Achtung! Böller, komm. Warum ist das mein Problem? Sammelt euch da hinten. Ja. Hier, Schlampe, ich kann ja auch noch eintreten. Echt? Oh, das Mädel lebt noch. Aber doch jetzt gleich nochmal auf den Schädel ein. Und sie lebt immer noch. Jo, Alter! Ja, so eine Hake ist ganz geil. Eine Hake? Ja, Spitzhake. Oh, den Hammer kann ich nicht mal reparieren, wie es aussieht. Ja, jetzt gehen. Du kannst dich auch mal böse ficken. Ja, dann komm klar. Wechsel dich doch nochmal zum Armeespaten. Hier. Och. Küss mir den Sack, Junge. Nicht gar dann. Ui. Ja, das Messer geht. Ein gutes? Ein goldenes auf jeden Fall. Okay. Aber kein gutes Level mehr. Hat dann noch einen Schaden von 70 oder so aufgestuft. Ja. Ah, dafür konntest du es 8 mal reparieren. Das geht dann schon. Hier oben ist noch ein schweres... Schloss. Ah. Ach doch, da. Mit dem. Komm her. Also komm gleich hoch, wo ich stehe und guck rein. Ich glaube... Eine simple Welt. Hacke und... Was war das noch? Kaffee hatte ich noch drin. Aber bei mir ist ein Baseballschläger drin, aber... Okay. Nee. Ah, ich dezent bessere grüne Sachen sammle ich auch nicht mehr. Na gut. Aha, ist der runtergefallen? Hier haben wir ein schweres. Juhu!
Vielleicht haben wir hier nochmal was Schickes drin. Ich guck gleich mal hier drin. Sehr schwer ist am besten. Was es hier noch gibt. Polizeiautos. Ja. Oh. Hier ist. Ja, das könnte man machen. Eine simple Hacke, schon mal etwas besser. Und eine Tasche. Inventar voll, super. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle erst nochmal einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis gleich. Macht's gut.